Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car-Mechanik Simulator 2021, meine Restaurationswerkstatt. Mit dabei ist heute wieder die liebe Biene. Hallo. Hallo. Wie ihr seht, ich habe hier 1, 2, 3 Autos stehen. Zwei restaurierte und ein gebrauchtes bzw. ein Schrottauto. Was damit auf sich hat, kommen wir dann gleich dazu. Hier ist das Polizeiauto, was ich fertiggestellt habe. Offen, auch eine neue Lackierung verpasst und und. Das werden wir jetzt verkaufen. Schauen wir mal, wie viel wir dafür kriegen. Moment. Gut. Wir kriegen einen Gewinn von 64.353 CR und Verkaufswert 81.188. Na, Kate, geht klar. Verkaufen. Und tschüss. Passt. Gut, dann. Dieses Auto hier habt ihr ja gesehen in der letzten Folge, war noch nicht fertig, habe ich auch gleich fertig gemacht. Und schauen wir mal, das ist das FMW. Schauen wir mal, wie viel. Gewinn 77.000, Verkaufswert 120.000. Na geht, passt. Verkaufen. Und tschüss. So. Ja, das hört sich So, ja so, gut so. an bei dir. Da ist der Sandmodus-Box, Modus ist, könnte ich die Autos auch behalten, weil vom Geld ändert sich ja nichts. Aber so, dass es ein bisschen realistisch ist, verkaufe ich die Autos. Gut, dieses Fahrzeug hier. Ich habe einen Auftrag bekommen von Kenny. Ob ich ihm ein Auto baue. Und er hat mir die Marke gesagt. Das ist jetzt ein Katagiri Tamago. Den will er haben in Türkis und voll aufgetunt. Das hört sich Kenny, nach. ja, Kenny, ich beginne jetzt damit. Das heißt, ich gehe waschen. Das hört sich ja nach viel Arbeit an. Tune? Ja, darum beginne ich jetzt. Kenny hat mir hier einen mega Auftrag gegeben. Aber ja, ich werde schon damit fertig. Das stimmt, Und wie ja. läuft's bei dir? Nicht so gut. Wieso? Ich komme gerade irgendwie nicht das, was ich machen muss. Irgendwie fehlt mir was, ein Teil, aber ich weiß nicht welches. Aha. Das ist blöd. Wo genau fehlt dir ein Teil? Beim Querlenker Typ A. Querlenker Typ A. Na, da kann nur also eine Buchse fehlen. Ja. Ja, eine kleine. Kleine? Kleine? Mach mich Oder nicht schwach, ich groß? habe gerade 16 große gekauft. Okay, gut. Aber irgendwo brauchst du kleine auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dort war oder dort. Nee, ich habe jetzt große geholt, das passte. Na passt, dann passt. Nur wenn du dann im Moment davor stehst und den einbauen willst und den Querlenker schon viermal gekauft hast, weil du damit durcheinander kommst, da habe ich jetzt drei Querlenker zu viel. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Ja, ich bin jetzt ja auch fleißig am Zusammenbasteln hier. Vorderachse ist jetzt komplett. Jetzt gehe ich an die Hinterachse. Ich will ja versuchen, in dieser Folge jetzt mal fertig zu werden mit dem Wagen. Oder mit den beiden Wagen vielmehr. Ich weiß Ich gar habe. nicht, wo ich beginnen soll, weil da ist alles Rost und alles fehlt. Ja. Den habe ich von Aktionshaus, weil ich habe nicht gewusst, wann ich einen finde, am Schrottplatz oder wo. Ich weiß auch gar nicht, gibt es den auf dem Schrottplatz? Das ist ja auch immer die Sache. Die gibt es ja nicht immer überall, das ist es ja.
Oh ja, Scheune, Schrottplatz und Versteigerung. Okay. Ja gut, hätten wir viel suchen müssen, ne? Aber Tatsächlich. wenn man den irgendwo kriegt, dann sollte man den schon mitnehmen. So ist es, habe ich auch. Und Ja. passt. Gut, ich fange mal mit meiner Karosserie mal an. Jo, das ist immer das Beste. Ist immer das Beste. Obwohl es nicht viel Karosserie gibt. Kannst du ja nachkaufen, das was noch brauchst. Ich weiß ja. Es gibt nichts karosseriemäßig außer die Windschutzscheibe. Wow. Getuned. Ich weiß nicht, ob die getuned ist, aber. Ja. Muss ich alles neu kaufen? Ach so, ja. Ich stand eben ein bisschen wieder neben mir. Wie so oft. Ach so, okay. Ich habe gedacht, hä? Wieso gibt es im Karosserieshop nur ein? Nur die Gläser. Hä? Ja, da siehst du mal. Das ist wieder nicht mein Tag. Ja. Da er das voll getuned haben möchte, schaue ich auch, ob das in KC Tuning gibt. Oh, gibt es sogar. Ah, das machen wir sogar. Die Lichter gibt's. Stoßstangen gibt's und Motorwelle gibt's. Passt. Siehst du? Siehst du? Dann wird So. das Auto ja richtig schnucke. Schnucki, Schnucki. Bin gespannt, wen man damit überfahren will. Was sie Hoffentlich schon nicht ist. mich. Vielleicht wie im anderen. Vielleicht. Vielleicht. Aber auch das sollte er nicht machen. Nee, das Auto deswegen schmutzig machen, würde ich nicht tun. Nee, ich auch nicht. So, da alles gekauft. Was? Motorhaube. Zack. Stoßstange vorne. Die Stoßstange vorne. Zack. Die Stoßstange vorne. Scheinwerfer. Zack. Seht ihr Leute, das läuft bei Biene. Das läuft. Flügel, zack. Windschutzscheibe braucht man unbedingt. So. Wäre nicht schlecht. Zack. Zack. Wenn ich jetzt noch einmal zack sage, dann drehe ich durch. Zack. Zack. Durchdrehen. Los, du hast es gesagt. Ach Mann, So. Also Spiegel, innere Spiegel. Scheibe und der letzte Kotflügel. Sehr gut. Schaut aus wie neu. Im Gegensatz zu Ja. vorher. Läuft. Klasse. Sag mal, bin ich schon fertig mit zusammenbauen? Das musst du wissen. Du sollte erst mit was. So. Das wäre ja ein bisschen Einmal sehr auf schnell, Werkzeug. ne? Das wäre ja ein bisschen sehr schnell, wenn ich schon fertig wäre mit zusammenbauen. Kannst du prüfen, wie viele Teile schon Prozent haben? So, wie Prozent du hast. Oh, ich baue jetzt erstmal das ein, was ich jetzt noch sehe, was ich einbauen muss, und dann schauen wir weiter. Wir zerlegen mal das Auto. Will immer nur zerlegen oder Nicht kaufen. zerlegen. Genau. Kaufen und zerlegen, das ist meins.
Das ist Wieder deins, Zaunbaum weniger. Ja, wieder Zaunbaum ist weniger, meinst ja. Siehst du. du? Das ist jetzt so. Jo, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Gut, gut. So viel Rost in dem Auto, Ja. als irgendwo im Wasser gestanden ist. Ja, vielleicht hat sie ja irgendwo im Wasser gestanden. Wie war denn das Flüssigkeit auffüllen noch? Auf Demontage muss ich gehen, ne? Ich glaube ja. Nee. Doch, muss auf Rot sein, nicht auf Montage, sondern auf Demontage. Dann kannst du den Deckel abschrauben zum Auffüllen. Da stand ich eben kurz ein bisschen Auf der Leitung. auf der Leitung, ja, weil ich das nicht Ja. mehr wusste. Ja, so auswendig habe ich es auch nicht gewusst. Ja, wir haben es ja hingekriegt. Ja. Das muss ich Ja. noch auffüllen. Ich frage mich, was man alles tun kann. Also ich schätze mal viele Motorteile bestimmt. Wenn du Glück hast, Auspuff. Auspuff und Lichtmaschine und was ist das alles, was da gibt. Ja gut, Lichtmaschine gehört ja zum Motor. Ich werde das tun, was ich kriege, was ich nicht kriege. Ja. Einfach so. Ne. Das ist denn halt so, Aber ne? er kann sie in der Folge wieder anschauen. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Hochtragbus. Teile 90%, Karosserie. Kenny, wenn du das hier siehst, hast du einen bestimmten Reifenwunsch oder Reifengröße oder sowas? Muss ja auch geklärt sein. Oder soll ich da auf gut Glück? Also gut Glück ist blöd gesagt jetzt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja, siehste, das habe ich vergessen, okay? Okay, ich habe wohl hinten doch noch einiges vergessen. Hast du. Wollte ich sagen, ich war irgendwie viel zu schnell durch. Wundert mich, was das ist. Irgendwie hat das alles nicht gepasst. Irgendwie war das zu schnell. Ja, das kam mir eben schon spanisch vor. Wir machen das Auto jetzt dreckig. Fehlt immer noch was? Hä? Was denn? Da fehlt noch was am Motor, aber der Motor war fertig. Hast den Motor am Ständer gehabt, oder? Ja. Und war 100%? Ja. Und ist vielleicht auch so ein Tag wie ich. Komisch. Fehlen tatsächlich noch Teile. Auf dem Motorständer hat er gezeigt, 100%.
Oh, komisch. Aber in der Übersicht steht ja eh, was noch fehlt. Aber das steht. Sieh Nachdruck. Radnabendeckel, Spurstange, Spurstangenkopf. Okay. Man sollte auch alles anbauen. Glaube So ich mal. viel Rost. Zu viel Rost, sagt Biene. Das ist Rostlauben. Kenny, du hast dir ein scheiß Auto ausgesucht. Nee, das nicht, aber. Sag mal, was fehlt denn jetzt noch für ein Teil? Jetzt bin ich aber gleich echt ratlos. Ratlos. Bist ratlos. Ratlos, ja. Liebe Zuschauer, wenn ihr die Folge seht, schreibt einen Kommentar und sagt ihm, welcher Teil fehlt. Er ist ratlos. Ja. Ja, es sind jetzt alle Teile auf 100%, aber er zeigt mir immer nur für Teile. Warte mal. 98% an. Okay, hast du die Reifen schon? Ne, die Reifen habe ich noch nicht. Zählen die als Das ist Teile? das. Das ist das. Ich sage ja, zählen die als Teile? Ja, ich denke schon. Weil bei mir war es zumindest so. Okay. Ich Mach die dachte. Reifen fertig und dann. Ich dachte, die zählen zur Karosserie. Nee. Oder warte mal, ich habe Karosserie eigentlich schon fertig. Auch 86%. Sind das bestimmt die Reifen, die fehlen? Okay, dann fehlen Teile bei dir. Keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal die Reifen fertig und baue die Genau. an. Aber wie gesagt, in der Übersicht zeigt er dir an, welche Teile fehlen. Ja. Ganz am Schluss. Aber gehören Reifen zur Karosserie oder gehören die jetzt so als normale Teile? Glaube, die gehören zur Karosserie, weil ich habe die ganze Karosserie schon fertig und habe trotzdem nur 86%. Okay. Also 10 Karosserie. Ich mache jetzt erstmal das, was ich jetzt noch sehe, ran und dann schaue ich gleich nochmal rein. Das ist irgendwie ganz komisch gerade. Hoffentlich kein Bug. Ich will die Autos ja fertig haben. Der Paul wartet. Der wartet schon. Macht das schon Stress? Ja, der hat mir schon ein paar E-Mails geschrieben. Deswegen. Naja, muss sich noch ein wenig gedulden. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, Ersatzteile sind schwer zu bekommen. Ich mach bestellen und alles. Ja. Geht nicht von heute auf morgen. Nee. Vor allen Dingen, weil er auch gleich zwei Autos haben will, ne? So ist es. Ich brauche Zeit. Ja. Aber wir schauen mal einfach. Genau. Schauen. Einfach mal schauen. So, mein Wagen ist fast leer. Fast. Was sagt sie? Fast leer. Und da ist gar kein Anlasser drin, oder?
Ja, da hinten. Also das hab ich bei mir schon kontrolliert. Der Anlasser ist auf jeden Fall drin. Wieder nur vom Motorraum aus. Wieder rauf, runter, rauf, runter. Halt. Aber wenn er schon unten ist, mache ich das mit dem Schweißgerät, bevor ich vergesse. Ja. Benutzen. Den Reifen dran. Nee, ich hab schon, danke. Nee, ich muss den Siehst du? Reifen noch anmachen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Reifengrößen. Oho. Das spielt auch Komm. eine Rolle. Hinten größer, vorne kleiner, Kenny. Schreib ihm Fuß. Genau. Hau raus, die Infos. Infos, alles, was du brauchst, was du willst. Halt. Halt. 14 Zoll. Naja. Meine Gumpe ist wurscht, ja. Hab keine Flüssigkeit abgesaugt, aber egal. Was fehlt denn jetzt noch? Rücklicht, Rücklicht. Wieso fehlen die Rücklichter? Die habe ich doch eingebaut, oder nicht? Genau. Und Nicht. Natürlich nicht, habe ich die nicht eingebaut. So kann das ja auch nichts werden. dann kann da nichts werden. Nee. So. Unglaublich. Ja, sage ich auch. Was du auch führst, ist unglaublich. Und hier in Vordersitz, Vordersitz Oh, das und sieht's. Lenkrad. Juhu, Wagen 1 ist fertig, Leute. Alles fertig? Alles fertig, ja? Sehr gut. Ja, ins Lager gehen, die Teile von den zweiten holen. Brauchst du nur Licht und so einstellen? Ja. Ja, das muss ja einfach gemacht werden. Das kannst du kurz bevor du verkaufst. Erstmal die ganzen Ersatzteile holen. Da die Reinigungskraft auch was zu tun braucht, sage ich nichts ab. Nur, du bist ja fies. Was kann die Reinigungskraft dafür? Ja, aber sie braucht auch was zu tun. Ja, aber das ist doch fies. Nee, es geht schon. Sie arbeitet gerne. Ach so, die kriegt gut bezahlt bei dir, Ja, sicher. wa? Das ist gut. Faire Entlohnung, ja. Das ist gut. Faire Entlohnung. Na, ich sehe schon, ich werde wieder nicht fertig, glaube ich. Ja, ich gebe Gas, dass ich was vorwärts bringe. Und du musst langsamer machen, damit was. Keine Ahnung. Ich muss ja noch Motor und alles zusammenbauen. Hallo? Warum nehme ich den Motor eigentlich nicht raus? Weiß ich nicht. Ich bin dumm. Welchen Motor muss ich denn jetzt bauen? Scheiße. Warum kann ich den eigentlich nicht rausnehmen? Ach so, nur von der Hebebühne aus. Lesen sollte man können.
Ja, manchmal vom Vorteil. Manchmal. Jetzt wäre es von Vorteil gewesen. Getriebe ist weg. Weg. Jetzt könnte er rausgehen. Der Motor. So, alle, die jetzt noch keinen Ständer haben, die holen sich jetzt einen. Juhu, einen Ständer. Ich habe einen Ständer vor dem Wagen. Das möchte ich sehen. Ach Gott, ich muss Öl ablassen. Warum ist Was? da Öl drin? Weiß ich nicht. Du wolltest deiner Putzfrau doch was zu tun geben. Ey, aber Motoröl geht dann wahrscheinlich nicht. Stimmt, Motor geht glaube ich nicht. No, ist okay. Wäre zu viel des Guten. Ja, Öl lässt sich auch schlecht wegmachen. Ja, passt. Ist ja gleich geschehen. Ja. So, Motor ausbauen. Und wir tragen ihn in der Hosentasche zum nächsten Ständer. Wow, eine Hosentasche. Ja, Ey. schaut nämlich so aus. Du nimmst den Motor einfach so und fertig. So leicht. Respekt, Biene. Vor Respekt. Also allem ich so könnte große ja auch, dass du den mal so tragen kannst. Also ich könnte den nicht so tragen. Ja, was haben wir denn schon? Biene ist halt unsere Superbiene. Ja, ich bin super mehr Woman. Ja. Superbiene. Super Woman bin ich. Wir haben den Wagen da jetzt so gut wie leer. Hinten alles leer. Alles Rüstige ist raus. Na? So, also wir machen hier keine halben Sachen. Wie? Runter rauf, runter rauf, wie ein Prater. So, nehmen wir die Innenausstattung auch gleich raus. Alles raus. Alles raus. Innenausstattung. Kenny. Andere Ken. Farbe, oder? Ich weiß nicht. Bitte nachschauen, sagen. Danke. Viel Input. Ja, ich brauche viel Input. Das, die Farbe und Tuning ist nicht so viel Input. So. Apropos Farbe, wir könnten jetzt die letzten paar Minuten schauen, welche Farbe nehmen. Also, welches Türkis wir nehmen. Für Kenny. Nicht Autowäsche, ich wollte lackieren. Ich bin ganz durcheinander. Wolltest das Auto noch mal eben vorher waschen, wa? Ja, anscheinend. Also, das hat eh keinen Sinn. Fahrzeug lackieren. Gut. Türkis. Was ist Türkis? Sehr blau. Türkis, Türkis. Das sieht aus wie grün. Türkis ist so ein Blaugrün. Aha. Ganz flip-flop, flip-flop, Chrom, Chrom. Chrom schaut gut aus. Was ist denn da? Das ist eher blau, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es dir Metall nicht bitte sagen. raus. Warte mal. Metall ein bisschen rausnehmen.
Schwierig. Schwierig, Fragestellung. gibt es keinen richtigen Türkisturm. Ja. Wenn ich weit drüber gehe, ist schon eher grünlich. Und andere Seite ist eher bläulich, also. Also lieber Kenny, bitte such dir eine andere Farbe aus. Nee, ich schaff schon irgendwie. Es schaut halt nicht ganz so türkis aus. Vielleicht Müsste. solltest du einen normalen Lack nehmen und keinen Chrom. Helligkeit. 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 Ja, ich nehme mal das. Vielleicht schaut das ja ungefähr so aus. Weißt ja, sonst gibt es Reklamationen. Ja, kann er noch in die Kommentare schreiben, wenn ihm die Farbe nicht gefällt oder was ich machen soll. Ja. Das nochmal so, besser als vorher. Okay. So, was haben wir denn da noch? Ah ja. Genau. Ja, wie ihr seht, ich habe das Innenleben ausgebaut. Ich habe die Farbe so gut wie möglich hinbekommen, glaube ich. Aber das ist eher noch bläulich, nicht türkis. Wie gesagt, bitte um Information. Mal ein Screenshot. Screenshot. Juhu. Yeah. Ja, meine lieben Zuseher, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Da machen wir dann den Motor. Und bis dorthin hoffe ich, dass ich auch ein paar Informationen habe. Ich mache einfach weiter und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Ja, meine lieben Zuschauer, auch ich werde meine Erfolge jetzt beenden. Wir haben ein Auto fertig gekriegt. Leider nicht das Ziel erreicht, dass wir beide fertig kriegen. Ich bin noch am Motor dabei, aber in der nächsten Folge werden wir endlich fertig und dann können wir Paul seine beiden Schätzchen ausliefern. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und hoffe, ihr schaltet dann auch wieder mit ein, wenn wir fertig sind. Und sage mal, ciao. Ciao.